Sprung zurück. Auch hier in der im Cockpit, ich glaube, das hat man jetzt gesehen, da sind Lampen, Scheinwerfer drinnen. Also ich sag mal, Pfeif auf LED, auf Hintergrundbeleuchtung und dieses ganze moderne Zeug. Bau dir zwei Lampen ins Cockpit. Und alles ist geritzt. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die N1K1 Kyofu, den mächtigen Wind, oder wie ich sie auch nennen möchte, die kleine Brise. Ein Flugzeug, das alleine schon deswegen, weil es ein Wasserflugzeug ist, einfach ein bisschen anders ist. Und gerade dieses Anders hat für mich auch den Charme an diesem Flugzeug ausgemacht. Was sich nun hinter diesem Flugzeug verbirgt, beziehungsweise dessen Geschichte, erfahrt ihr gleich zu Beginn in der Background Story. Mit der Kawanishi N1K-Serie wurden Jäger für die japanischen Marineluftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg entwickelt und produziert. Ursprünglich noch als reine Schwimmerflugzeuge konzipiert, wurden Modelle dieser Serie zu den erfolgreichsten landgestützten Jagdflugzeugtypen Japans. Die erste Variante der N1K, die N1K1 Kyofu, wobei Kyofu wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie mächtiger Wind, war ein Katapult- und hochseefähiger Abfangjäger. Im Gegensatz zur Nakajima A6M Serie, auch bekannt als Zero, war sie als reines Schwimmerflugzeug konzipiert und weniger ein Modell, das nur auf eine Schwimmereinheit aufgesetzt wurde. Die Aufgabe der N1K1 war es, Infanterieeinheiten bei Seelandungen zu unterstützen, bis die ersten küstennahen Flugplätze erobert bzw. verfügbar waren. Danach sollte diese Aufgabe von landgeschützten Einheiten durchgeführt werden. Auffällig bei der N1K1 sind die nicht einsehbaren äußeren Schwimmer. Es wurde zwar versucht, eine Lösung dafür zu finden, jedoch erwies sich das als sehr komplex und fehleranfällig und in Folge wurden weitere Versuche unterlassen. Der Erstflug fand am 6. Mai 1942 statt. Bereits kurz nach der Indienststellung war aber klar, dass sich dieses Flugzeug gegen feindliche Jagdverbände nicht behaupten konnte. Durch den Kriegsverlauf wurde die N1K1 auch nicht wie ursprünglich konzipiert eingesetzt, sondern nur auf der Insel Borneo in Kuching stationierten Abfangjägereinheit. Gegen Ende des Krieges wurden im Rahmen des letzten Aufgebotes auf Honshu die letzten verfügbaren Kyofu-Einheiten noch zur Luftverteidigung eingesetzt. Die anderen Varianten der N1K waren landgestützte Muster und relativ erfolgreich. In War Thunder habe ich die N1K1 Kyofu als Flugzeug kennengelernt, das mit ihren 20mm Kanonen über eine relativ gute Bewaffnung verfügt, allerdings auch gerne mal die Flügel bei hohen Geschwindigkeiten im Kurvenkampf verliert. Bezogen auf andere japanische Flugzeuge in War Thunder ist festzuhalten, sie brennt gerne, sie hat eine gute Bewaffnung und sie ist insbesondere für japanische Verhältnisse nicht besonders wendig. Abschließend noch zum Flughafen auf Borneo, wo die N1K1 stationiert war. Diesen Flughafen gibt es auch heute noch, wenngleich auch größer und wesentlich moderner. Nachdem er von den Briten eingenommen wurde, war er lange Zeit stillgelegt und wurde erst später wieder als Militärflughafen für die Royal Air Force genutzt. Heute ist er neben Kuala Lumpur der zweitgrößte Flughafen Malaysias und wird seit 1962 für den Zivil- sowie Militärflugbetrieb genutzt. So, und da sind wir jetzt auch schon unterwegs mit unserer Kyofu, unserer mächtigen Wind. Wir sind über Neuguinea. Und wir sehen den ersten, ich würde mal sagen, Bomber.
eine Wellington. Wir haben 20 mm, wir haben eine Wellington und eine Boomerang vor uns. Tja, und eine Typhoon und Spitfire, das könnten jetzt Spaßverderber werden. Noch eine Spitfire. Gut, wir bleiben jetzt mal auf der Wellington. Vielleicht schaffen wir doch noch unsere ersten Punkte. 20 mm. Da sollte sich was ausgehen. So. Und die frisst. Und für Kamikaze ist es noch zu früh. Aber die erste Zero ist auch schon oben. Also die Kyofu, die Schwimmer darunter, machen dieses Flugzeug wirklich zu einem Pendel. Gefühlt für mich, es fliegt sich auch, als wäre ich mit einem Pendel unterwegs. Und das nachkorrigieren, nicht ganz so elegant wie mit einer 190er. Aber das gibt's doch nicht. Naja, Abschusshilfe. Ist auch okay. Treffer waren dabei. Die großen schweren nicht. So. Nächster Kandidat. Eine Spitfire. Die lassen wir mal. Ich habe ja vorher schon ein paar andere Schlachten gehabt. Das mit dem Dörnern. Also sie dörnt wirklich gut. Das Flugzeug geht auch schnell in die Kurve. Mit Ruder und Co. Das geht auch recht gut. Wenn da nicht die Schwäche bei den Flügeln wären. Ich muss wirklich sagen, es fliegt hier die Angst mit bei jeder Kurve. Hoffe ich, dass die Flügel halten. So, die DB7. Naja, ein paar Lackspuren, ein leichter Lackschaden, aber viel mehr war das nicht. Aber vielleicht geht da noch was. Uiuiuiui, so eine Abschusshilfe, aber wenn man da mein eigenes Team betrachtet, das grenzt schon an eine Flugshow hier. Das eigene Team ist blau eingefärbt und momentan habe ich das Gefühl, wenn schon blau, dann auch Blue Angels. So, Spitfire, 3 Spitfires. Gut, das wird nix. Die zweite. Da hinter mir eins. Die ballert auch auf mich. Gut, das sieht jetzt gar nicht mal so elegant aus. Aber zumindest habe ich mir die Spitfire erspart. Also wenn man sich die Gegner so ansieht, das erinnert mich ein bisschen an eine Jugendfußballmannschaft. Alle kleben beim Ball, ein klassischer Rudelkick. Das geht anscheinend auch mit Flugzeugen. Wer es nicht glaubt, hier ist der Beweis. So, wo sind die Gegner? Naja, vielleicht machen wir mal ein paar Bodenziele. Das Flugzeug ist bei mir auch nicht ausgebaut. Und die Spitfire da über mir, bis ich bei der oben bin, behaupte ich mal, ist der Krieg auch schon vorbei. Das Problem ist nur, wenn die runterkommt, ist der Krieg für mich vorbei. Na, mal schauen. Flak und Artillerie. Leichter Panzer lassen wir mal.
Eine Flagge. Tja, Abschusshilfe Nummer 3. Das klappt auch bei der Flagge. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Gut, ein paar Murmeln haben wir noch. Die Flagge ist jetzt auch weg. Ich glaube, das war die von vorhin. Die ist jetzt ein bisschen übermotiviert. Aber wir haben ja noch ein bisschen von unserem Maschinengewehr. Soll wohl nicht sein. Tja, vierte Abschusshilfe. Und jetzt brennen wir. Super. Motor aus. Motor aus. Ja, darf das denn wahr sein? Wir brennen nicht mehr. Motor wieder an. Also auch wenn das ja jetzt kein großes Video wird, beziehungsweise vielleicht auch kein vollständiges Video, allein diese Szene, Japaner brennt, brennt er nicht mehr und fliegt weiter, das kommt in die Hall of Fame. Reparatur, ein bisschen nachladen, das würde jetzt sogar Sinn machen. Mein Problem ist es jetzt, Wasserflugzeuge, tja, wie soll ich sagen, fliege ich total selten. Umso seltener sind bei mir Landungen mit Wasserflugzeugen. Offen gestanden, ich glaube, ich habe sowas schon mal gemacht, aber gerade in diesem Moment, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Naja, fliegen wir mal zu den Trägern. Ich sag mal, wenn wir da neben einem Träger landen, dann sollte das eigentlich auch klappen. Auf dem Träger oben, tjo, wird schwierig bis unmöglich. Na, mal schauen. Gegner haben wir nur mehr einen. Von daher, viel ist ja nicht mehr zu verlieren. Und, tja. Versuchen wir mal eine Landung. Spritleck haben wir auch. Nicht mal mehr 3 Minuten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gerade mal einen Versuch haben. Und naja, ich sag mal so, nach 4 Abschusshilfen, wobei 2 davon sogar Bodenziele wie Flachs betroffen haben, was kann da noch schief gehen? So, der Träger kommt näher, wir gehen mal Gas raus. So, ein bisschen Energie noch verbraten. Sag mal so um die 200 km/h könnte ich mir vorstellen, dass es klappt. Ich weiß es nicht. Klappen raus. Und Touchdown. Jo. Bremswirkung jetzt mal komplett falsch eingeschätzt. Hinter mir der Träger. Um mit so einem Ruder hier rüber zu kommen, es tut sich quasi nichts. Wie ein Wendekreis wie der Träger selbst.
Eine weiche Landung? Naja. Klar war sie weich, das Wasser war ja auch aufgewühlt. Tja. Also sollte es neben dem Träger klappen mit dem Aufmunitionieren und Reparieren, dann ist vermutlich bei mir die Distanz das Problem. Ich gehe mal davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit so bei ca. 100% liegt, dass es die Distanz ist. Aber ich versuche jetzt mal ein bisschen Gas. Vielleicht schaffen wir es noch einmal. Wir haben ja immerhin noch, was haben wir, 7, 8, 6 Sekunden Sprit. Der Wendekreis, ein Wahnsinn. Also Jetski ist das hier keiner. Gut, Sprit haben wir auch keinen mehr. Die Träger sind so weit weg. Jetzt haben wir auch noch eine Notlandung nach der Weichenlandung. Ja, steigen dann mal aus. Nicht mal das klappt beim ersten Mal. Naja. Dann eben beim zweiten Mal. So, wir sind jetzt in der nächsten Schlacht. In einer der nächsten Schlachten. Diesmal Festland. Und was macht man so im Festland? Man fliegt natürlich mit einem Wasserflugzeug. Tja. Manchmal frage ich mich schon, wie es zu so einem Missionsdesign kommt. Aber na gut. Eine IL-4. Gut, eine IL-4 ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir suchen möchte. Von der Bewaffnung her ja, vom Flugzeug her nein. IL-4 und Japan, das ist meistens ein Feuerspektakel, weniger für die IL-4. IL-2, das wäre schon ein bisschen interessanter. Ich glaube, wir sollten auch auf dem Battle Rating sein, wo die IL-2 Sturmobik, der Sturmvogel, auch noch in der Version fliegt, wo er keinen Heckschützen hat. Tja, Sturzkampfbomber sind wir jetzt keiner. Weil, tja, Bremsklappen gibt es jetzt keine. LA-5, B-39. Ich muss ganz offen sagen, ich fühle mich diesen Flugzeugen durchgängig unterlegen. Ich und mein Pendel. Schauen, wie das Pendel ausschlägt. Oder ob es anschlägt, LA-5. Vielleicht geht sich ein Abstaub aus. Wir sind rasch. Wir sind schnell. LA-5. Eines meiner Lieblingsflugzeuge, muss ich sagen. Weniger im Spiel, sondern ganz genau. Einer Treffer und. Tja, zu langsame Pendelbewegung. Aber für eine Abschlusshilfe rechts. So, IL-2 und das mittlere Fahrwerksbein wurde beschädigt. Gut. Auch hier eine Abschlusshilfe. Das hatte ich auch bei einer meiner letzten Missionen. Mal schauen, ob sie es da auch ins Video schafft. Die N1K1 Kyofu. Der mächtige Wind, auch besser bekannt als Ihr Personal Assistant, wenn es um Abschusshilfen geht. Also ich muss sagen, das Flugzeug, es ist irgendwie witzig zu fliegen, aber wir sind nicht die schnellsten, wir sind nicht die wendigsten, wir haben nicht die stärkste Bewaffnung, wir haben bei weitem nicht die beste Steigrate. Gut, wir können zwar auf Wasser landen, auf einer
Tja, Wasserabankarte wie das hier auch nicht unbedingt unser größter Vorteil, den wir ausspielen können. Aber hier gebe ich auf. So, die LR5 fliegt jetzt wahrscheinlich auch in Richtung des eigenen Flugplatzes. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Haben wir auch die Sturmobik drüben. Man sieht ihn da auch schon vorne, den Flugplatz. Da zu nahe zu kommen wäre keine gute Idee. B39. Auch ein wenig schwierig. Aber was heißt es schwierig? Vielleicht schaffen wir doch noch eine. Tja, wie passt es zu diesem Flugzeug? Eine Abschusshilfe. Oh, die Sturmovik dreht zurück, dreht zurück. So, da möchte ich jetzt aber mitmachen. K61 schafft es nicht. So, das kann der Moment werden. Das kann der Moment werden. Jawoll! Tja, man hat es jetzt kurz, glaube ich, auch links gesehen. Es ist, ich weiß nicht, ist es eine Eigenschaft der Japaner, dieses Flügelspitze an Flügelspitze fliegen. Da ist der nächste Yuki Katze. Ja, vielleicht wäre doch Kamikaze dann besser, aber dieses extrem nahe Zusammenfliegen, auf Teufel komm raus. Habe ich bei allen Nationen schon irgendwann mal gesehen, aber in der Intensität wie bei den Japanern noch nie. So, eine JAG-7. So, die fliegt zum Flugplatz zurück. Wir haben 11-12 Minuten Sprit. Naja, wir schauen mal Richtung Jaxim fliegen und im Zweifelsfall mal nachtanken. Weil wenn ich jetzt beim gegnerischen Flugplatz bleibe, entweder erwischt mich die Flak, weil ich zu nah bin, oder ich komme nicht ran, weil die Kollegen dort sicher oder mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit die Reichweite der Flughafenflak verlassen werden. Das heißt, ich sehe da wenig Licht. Team hier, ja, wir sind recht gut unterwegs. Das dürfte eigentlich auch ein Sieg werden können. Wesentlich mehr Flieger noch als der Gegner. Dort unten unser Flughafen. Ich habe es in einer meiner letzten Schlachten probiert, neben einem Flugzeugträger zu landen. Das hat ja. Ja, ich sag mal so, die Motivation war da, der Wille war da, die Umsetzung hat stark zu wünschen übrig gelassen. Jetzt versuchen wir mal auf einem, ich nenne es mal, normalen Flughafen mit unserem Wasserflugzeug hier zu landen. Die JAG-7 mittlerweile, die in der Nähe von unserem Flugplatz war, hat sich von dort auch verabschiedet. Die Flak-Kollegen am Boden haben wieder mal den Sniper-Modus aktiviert. Und das war's dann dafür. Tjo, Wasserflugzeuge. Ich glaube, ich mache da irgendwann einmal ein großes Special dazu, denn ich habe von den Dingen nahezu keine Ahnung, wie man sie fliegt. Ich habe es am Wasser nicht zustande gebracht. Und bin mal gespannt, wie das jetzt hier am normalen Flughafen funktionieren soll. Also prinzipiell meine Idee, aufsetzen relativ langsam, dann ein bisschen dahin schlittern und dann hoffen, dass diese äußeren Schwimmkörper, also nahe der Flügelspitzen, mich dann irgendwie noch abfedern und ich dann irgendwie zum Stehen komme.
Auch hier in am Cockpit, ich glaube, das hat man jetzt gesehen, da sind Lampen, Scheinwerfer drinnen. Also ich sag mal, Pfeif auf LED, auf Hintergrundbeleuchtung und dieses ganze moderne Zeug. Bau dir zwei Lampen ins Cockpit. Und alles ist geritzt. Gut, jetzt nur nicht ablenken lassen von der Cockpitbeleuchtung. Wir haben noch unseren, ja, ich möchte nicht sagen, der erste Versuch, ich habe sicher schon mal probiert, aber nach den ersten Versuch nach ganz, ganz langer Zeit mit einem Wasserflugzeug zu landen. Ich glaube, ich habe es mit der BV-238 mal probiert und da ging es einigermaßen. Aber die N1K1 Kyofu ist jetzt dann doch ein komplett anderes Kaliber. Wesentlich kleiner. Tja, der nächste Kunstflugpilot kreuzt meine Bahnen. Jetzt wird spannend. 230, 220 km/h. Knapp den 200. Wir geben noch ein bisschen Zwischengas. Unter 200. Da, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Schlittern wir dahin? Schlittern wir dahin? Schaffen wir es? 160. Na, 150 und... Gut. Das kam jetzt unerwartet, aber ich sehe, wir werden repariert, es wird die Munition nachgeladen. Ich sag danke, japanische Ingenieurskunst. ja, Japan und Technik, immer wieder für eine Überraschung gut. So, Spitfire, du möchtest ein Duell, du bekommst ein Duell. 20 mm, warum geht da nicht mehr? Tja, dann willkommen im Kurvenkampf. Sie ist beschädigt. Da kurbeln wir mal mit. Und das war nix. Wir kurbeln weiter. Da hat sich's ausgekurbelt. Mein Gott, meine Flügel. Hui. So, SP2M. Na, und? Treffer haben wir schon mal gelandet. Sag mal, habe ich mir jetzt meinen Schwimmkörper abgerissen? Die SP2M steht fast. Ich reiß mir den Schwimmkörper ab und Teile des Flügels. Der Ball hat eine Jacke 1. Tja, danke Jacke 1. Jetzt bin ich kein Wasserflugzeug mehr, sondern ich wurde einer Feuertaufe unterzogen und bin jetzt eine N1K1, weiß was ich, jedenfalls die Landversion. Ich kann kaum noch steuern. Ja, ist schon gut, jetzt fehlt das nächste Teil. Tja. Sag mal. Jo, das war's.